Willkommen bei Energieexperten, einem Blog von der EKZ Energieberatung. Ich bin Carla Keller und ich lese einen Artikel vor von dem Energieeffizienzblog von der EKZ, Elektrizitätswerk vom Kanton Zürich. Gutes Licht für Küche und Essplatz. Küche und Essplatz sind heute oft der Lebensmittelpunkt zu Hause. Hier verbringt man viel Zeit gemeinsam und braucht dafür beste Sichtverhältnisse. Gutes Licht spielt dabei eine wichtige Rolle. Verfasst von Nadia Gross. In der Küche wird gerüstet, gekocht und wieder sauber gemacht. Oft ist in den modernen Wohnungen und Häusern der Übergang zwischen Küche und Essplatz fließend, wenn nicht sogar von vornherein zusammenkonzipiert. Beispielsweise mit einer Bartheke, an der man auch sitzend essen kann. Wer nicht mithilft, kann trotzdem dabei sein und an der Unterhaltung teilnehmen. Und überall braucht es gutes Licht. Wer bei schummrigem Licht schnippelt, hat schnell mal den Finger statt dem Rüebli unter dem Messer. Nach getaner Arbeit möchte man das Essen genießen und gemütlich beisammen sein. Allzu helles Licht wird dann eher als störend empfunden. Nicht selten wird vor oder nach dem Essen noch Zeitung gelesen oder ein Spiel gespielt, wo man dann aber wieder gutes Licht braucht, um alles genau zu sehen. Hier ist es wichtig, eine flexible Beleuchtung zu haben. Oft befindet sich mindestens ein Teil der Arbeitsfläche in der Küche im Dunkeln, sei es unter einem Einbauschrank, in einer Raumecke oder schlicht so weit weg vom Fenster, wo man sich auch selbst Schatten macht. Die übliche Beleuchtung ist bereits eingebaut in Form von Leuchtstoffröhren oder Halogenspots unter den Schränken. Gehen diese kaputt, gibt es häufig keinen Ersatz mehr. Halogenspots können durch form- und farbgleiche LED-Spots ersetzt werden. Am besten nimmt man die alte Lampe mit ins Geschäft, um passenden Ersatz zu finden. Auch hier gilt, immer Quittung aufbewahren, um im ungünstigsten Fall die Lampe umtauschen zu können. Der Ersatz von Leuchtstoffröhren ist schwieriger. Meist muss hier aufwendig die ganze Leuchte ersetzt oder mindestens umgebaut werden, um eine LED-Röhre verwenden zu können. Eine gute Lösung für die Unterschrankmontage sind LED-Streifen oder Flächen. Dabei gibt es auch Umrüstungssets, welche unkompliziert eingebaut werden können. Der Vorteil von LED-Leuchtmitteln ist, dass diese oft auch gesteuert werden können, heller oder dunkler, wärmeres oder kälteres Licht. Gerade wenn die Küchenzeile mit der LED-Beleuchtung nahe am Essbereich ist, lässt sich dies idealerweise anpassen, je nachdem, ob man noch kocht oder bereits in der entspannteren Phase des Essens angekommen ist. Wer mit farbigen Akzenten spielt, kann dem Raum gar eine entsprechende Atmosphäre geben. Meist ist im Dunstabzug eine Form von Beleuchtung enthalten. Diese zu ersetzen ist nicht immer ganz einfach, da es sich oft um Speziallampen handelt, C26-Fassung. Auch für diese gibt es mittlerweile jedoch LED-Ersatzlampen. Schwieriger wird es bei Halogenspots. Ersetzt man alle 1:1 mit LED-Lampen, funktionieren sie möglicherweise nicht mehr, denn die Spannung sinkt und ist dann unter Umständen nicht mehr mit dem Vorschaltgerät kompatibel. Dann kann es passieren, dass die Lampen flackern oder ganz ausgehen. Eine bewährte Variante ist, in diesem Fall nicht alle Spots zu ersetzen. Dabei muss man darauf achten, dass die Art des Lichts exakt gleich ist wie bei den verbleibenden Halogenspots. Lichtfarbe, ähnlicher Abstrahlwinkel. Lässt sich so ein ansprechendes Ergebnis erzielen, stellt das die einfachste Lösung dar. Den ganzen Dampfabzug zu ersetzen, macht nur Sinn, wenn dieser sowieso alt und nicht schon energiesparend ist. Andernfalls ist es sinnvoller, nach anderen Lösungen wie LED-Streifen zu suchen. Ist das Essen fertig zubereitet, möchte man es in gemütlicher Atmosphäre genießen. Warmes, nicht so helles Licht ist gefragt. Aber auch nicht so dunkel. Schließlich möchte man noch erkennen, was man auf dem Teller hat. Dimmbarkeit und allenfalls auch eine verstellbare Farbtemperatur sind von Vorteil. In vielen Küchen gibt es nebst der Küchenzeile weitere vielseitig verwendbare Flächen. Sei es ein Küchentisch oder eine Bartheke, auf welcher auch vorbereitet und gekocht, angerichtet und je nachdem sogar gegessen wird.
Auch für einen separaten Esstisch, auf welchem oft weitere Arbeitsschritte erledigt werden, ist gutes Licht zentral. Zum Arbeiten ist ein helles, nicht zu warmes Licht gefragt. Hier sind oft Deckenleuchten mit ausrichtbaren Spots oder Pendelleuchten direkt über der Tischfläche im Einsatz. Höhenverstellbare Pendelleuchten bieten den Vorteil, dass sie sich sowohl für Arbeiten im Stehen als auch im Sitzen passend einstellen lassen und immer genügend Licht auf der Arbeitsfläche vorhanden ist. Für das anschließende Essen sind Leuchten mit einer Dim-to-Warm-Funktion praktisch. Sie reduzieren nicht nur die Helligkeit, sondern wechseln gleichzeitig auf eine wärmere Lichtfarbe. So entsteht für die Zeit des Essens eine angenehme Atmosphäre. Weitere Aktivitäten am Esstisch können später wieder bei hellerem, aktiverem Licht erfolgen, zum Beispiel Brett- und Kartenspiele oder Zeitung lesen. Eine Beleuchtung für jeden Zweck, wie es sich für einen der zentralen Orte in der Wohnung gehört. Energieexperte, der Podcast zum Energieeffizienzblog von der EKZ Energieberatung. Fragen zum Thema, zum Podcast oder Inputs und Ideen? Für das sind wir da. Mailadresse ist podcast@nx.me. Es ist auch unten in den Shownotes verlinkt. In den Shownotes ist auch der Direktlink zum vorgelesenen Artikel. Mehr Beiträge mitsamt Bilder und Links zu Studien und weiteren Infos gibt es auf energie-experten.ch.